Herr Dr. Pundt, ich habe da was für Sie. Wissen Sie, was das ist? Was ist das denn? Das ist aber schwer. Ist das Gold? Das ist Gold. Ja. Wissen Sie, wo das gefunden worden ist? Nein. Hier in der Gemeinde an der Hunte. Wie kommt das denn? Ich wollte ein Video drehen über einen Menschen, der viele Urlaube macht. Und im Laufe des Gesprächs kamen wir darauf, dass das ja sehr teuer ist. Und da sagte er, ist gar nicht teuer. Ich gehe mal an die Hunte, hole Gold. Ich sag, wie, holen Gold? Ja, er ist Goldsucher. Hier aus dem Ort. Das ist ein Ding. Das war mir nicht bewusst. Und wenn man das so anschaut, da sind also richtig schöne große Stücke. Wir sind da hingefahren an die Hunte und dann hat er da geschürft und da hatten wir innerhalb von 2 Stunden hatten wir da 15 Gramm. Hat die Gemeinde auch Interesse, Schürfrechte zu beantragen? Ja, das werden wir dann natürlich machen. Vielleicht können wir die Schürfrechte dann weiterverkaufen und dann auch eine reiche Gemeinde sein. Ja, auf der einen Seite, da kriegen wir auch was hin, also das können wir gewährleisten. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich die Natur schützen, also da wilder Goldsucher-Bereich in der Hunte, also wilde Goldsucher wollen wir natürlich verhindern. Das müssen wir natürlich überlegen, wie wir das hinbekommen. Hätten Sie denn persönlich mal Lust, mit Ihrer Familie loszugehen, um da Gold zu suchen? Natürlich, das werden wir gleich erstmal testen. Grundsätzlich sollte man das natürlich lassen. Die Gemeinde wird erst die rechtlichen Voraussetzungen schaffen, damit sie davon auch profitieren kann. Und dann anschließend können wir das kontrolliert und vernünftig entsprechend planen und dann im Einklang mit der Natur und mit den Menschen vor Ort können wir gewährleisten, dass vereinzelt auch Menschen hier Gold suchen können. Wichtig ist natürlich, dass die Gemeinde davon profitiert. Das Goldstück, das dürfen Sie übrigens behalten. Das ist mir leider nicht möglich. Ich bin ja Beamter und darf keine Sachen annehmen, die über 10 Euro wert sind. Und deswegen gebe ich Ihnen das Gold gerne zurück. Vielen Dank. Ich finanziere meine Reisen mit Gold. Ich trage mein Gold zur Bank, nämlich das Gold, was ich schürfe. Ich sammle oder schürfe richtiges Gold. So wie die Goldsucher früher am Klondike, mache ich das hier in dieser Region. Wo ist diese Region? Das möchte ich natürlich nicht verraten, weil ich nicht möchte, dass andere mir mein Gold wegnehmen. Das ist also schon, ja, so wie auch Pilzsammler ihre Pilzstellen nicht verraten. Also wenn du einverstanden bist und dir die Augen verbinden lässt, dann nehme ich dich einmal mit. Musst mir aber versprechen, dass du niemandem davon berichtest. So, wir haben es jetzt geschafft. Wir waren ja eben in der Wohnung von Arno. Arno hat ja von seinen Urlauben geschwärmt. Und ich war da ja so von begeistert, dass er mir nun erzählen will, wie er diese Urlaube finanziert. Und zwar, Arno, erzähl mal, wie finanzierst du deine Urlaube? Also vorausgesetzt ist, bitte schön Stillschweigen zu bewahren, weil sonst könnte ich dir das nicht erzählen. Ich bin tatsächlich Goldschürfer. Ich habe hier an der Hunte eine Stelle entdeckt, wo man ganz hervorragend, also qualitativ sehr hochwertiges Osengold schürfen kann. Und da ist eine Sandbank und dort ist die optimale Stelle. Kannst du uns sagen, in welcher Gegend ungefähr der Hunte? Wildeshausen, Oldenburg oder wo sind wir hier? Na, das würde ich gerne für mich behalten, weil eben die Schürfrechte nur für mich gelten. Und an der Hunte, das soll genügen. Ja, jetzt verstehe ich das auch. Ich muss das eben erzählen. Wir sind hierher gefahren, man hat mir die Augen verbunden und ich bin hierher geführt worden, auch mit verbundenen Augen. Also das war nicht gerade so pralle, aber ich weiß im Moment echt nicht, wo wir hier sind. Und ich weiß nur, dass da unten soll die Hunte sein, angeblich. Okay, Arno, dann wollen wir mal versuchen, dass du uns mal zeigst, wie du Gold suchst. Wir sind jetzt runter zur Sandbank gegangen. Arno hat eine Wünschelrute herausgeholt und nun sucht er nach verborgenen Schätzen in der Hunte hier auf der Sandbank. Nix. Und schon Erfolg? Nein. Nur Dreck. Sag mal, hast du da schon viel Gold gefunden? Naja, es hat für die ein oder andere Reise schon gereicht. Nix.
Ja. Was? Ja. Ja, guck. Wie? Siehst du das? Das glaube ich jetzt auch nicht. Ja. Schön vorsichtig rauspopeln. Das ist das, warum wir hier sind. Oh, 2-3 Gramm sind das. Ja, das sind sogar mehr. Hier sind 2 große. Und diese Färbung, das ist ganz typisch für das Osengold. Ist ja super. Ja, das da unter Goldsuchern, da wird ja immer gesagt, wo ein kleiner Klumpen ist, da sind noch mehrere. Ne? Kann ja. Das auch sein, dass hier noch ein größerer irgendwo ist? Das ist nicht auszuschließen. Denn das sieht ja ganz danach aus, als dass es eine gute Stelle heute ist. Bist du hier denn schon öfter gewesen an dieser Stelle? Hier war ich einmal vorher, ja. Aber so schön wie heute war es damals nicht. Hier ist noch ein schöner. So. Das Wasser ist noch ganz schön kalt. Oh, da ist was. Ey. Da ist was. Nein. Und was für Brocken. Das gibt's doch gar nicht. Ja, das ist ja stark. Aber das gibt es nicht. Ey, hallo. Was ist der Wert? Ja, das sind mehr als 10 Gramm. Und der, das ist ein kleiner. Aber, ja, lohnt sich. Das lohnt sich echt. Aber ich schwöre dir, wenn wir das bei YouTube reinstellen, dann werden andere auch suchen. Sollen sie versuchen. Sie werden aber sie nicht finden. Arno, eben hast du ja einige Gramm gefunden. Du meinst, finden wir noch mehr heute? Ja, na klar, wenn das so erfolgreich ist, da muss man nachlegen. Das, wo ein Klumpen ist, da sind mehrere. Und das waren jetzt ja schon schöne Bocken da. Am Anfang, da hattest du gesagt, dass du die Schürfrechte alleine hast. Wo kann man denn die Schürfrechte beantragen? Bei der jeweiligen Gemeinde. Ich sage jetzt extra nicht, welche das ist, aber ich habe mir die Rechte hier gesichert. Okay. Weil wir können ja bald davon ausgehen, dass ab Wildeshausen bis Oldenburg demnächst Heerscharen von Goldsuchern. Das wäre dann aber illegal und deswegen habe ich da keine große Sorge. Das Gold, was du da findest, kannst du das behalten? Darfst du das behalten oder darfst du das verkaufen? Nein, das Gold, was ich finde, gehört mir. Das ist meins. Oh. Hörst du das Geräusch? Also super, super. Mal den Dreck weg. Ja, guck mal, was da rauskommt. Das gibt es doch gar nicht. Ja, das ist ja. Mensch, du bringst mir ja Glück heute, du. Boah. Siehst du hier die Landspitze? Die Zunge da vorne? Ja. Die könnte auch erfolgversprechend sein. Da gehe ich jetzt mal hin. Das klingt schon wieder so. Du bist Profi. Ich sehe das schon. Ja! Nein! Ja! Ha, ha, ha. Guck mal! Das gibt's doch gar nicht! Wow, ist das ein Brocken! Das ist ein Riesenteil, du! Ja, das hat sich aber gelohnt heute! Weißt du was? Jetzt lade ich dich gleich mal zu was Leckerem ein! Okay, beenden wir das für heute, weil es wird auch schon dunkel, Regen zieht auf. Vielen Dank, dass du uns das gezeigt hast! Danke, dass du mich... ja, inspiriert hast, heute hier zu suchen. Sehr schön. Du siehst so sehr entspannt aus und deine Begeisterung über den Goldfund, der hält sich in Grenzen. Also ich würde da Juhu schreien bei jedem kleinen Sandkörnchen.
Ja, das tue ich innerlich, weil für mich ist das ja nun nichts Neues mehr. Ich habe das ja schon oft genug erlebt und muss damit ja meine Urlaube finanzieren. Also ich mache das ja, um Gold zu finden.